Herzlich willkommen zum vierten thematischen Podcast für das Seminar Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft, in dem wir das Modell Introduction Exercise Evaluation testen. Das Thema heute ist Morphologie 2, und zwar im Speziellen die Wortbildung oder Wortbildungsprozesse und die Wortarten bzw. die Wortartenklassifikation. Diese möchte ich aber absichtlich knapp halten, denn sie wird uns nochmal begegnen im Bereich der Syntax, funktionalen Syntax im neuen Jahr. Der Podcast dient der Vorbereitung der Sitzung im aktiven Plenum, die anders als geplant nicht am 20.12. stattfinden wird, sondern am 13.12., wenn Sie den Podcast hören, also schon in wenigen Tagen. Die zweite Sitzung, die Ergebnissicherung, wird in der Sitzung am 20.12. stattfinden, sodass wir dann ein sehr schönes, rundes Paket zum Komplex Morphologie haben. Zur Vorbereitung auf die Sitzung am 13.12. hören Sie den Podcast und greifen auf die Grundlagenliteratur zum Thema zu. Das wäre wie bereits in der letzten Sitzung das Studienbuch Linguistik, die germanistische Linguistik von Busch und Stenschke sowie das jeweilige Kapitel im Reader zum Seminar. Hier möchte ich besonders hervorheben die Übersicht im Reader über die Wortbildungsprozesse in der Übersicht auf Seite 32 in der Aufgabe C1. Was wäre Weihnachten ohne Weihnachtsfilme? Zugegeben, man könnte über Werte sprechen, über den Ursprung des Festes, die Verschmelzung von christlichen und heidnischen Ritualen im Weihnachtsfest, das je nachdem, wann es Urso Patron gelegen kam, unterschiedlich terminiert wird. Heute aber widmen wir uns der Unterhaltung, denn so viel Zeit muss sein. Wie im letzten Podcast werde ich mit einer Liste arbeiten, um den Podcast zu gliedern. Doch dieses Mal werde ich diese thematisch aufbauen mit einer Reihe von empfehlenswerten oder zumindest typischen Filmen für Weihnachten. Deshalb stellen wir erst einmal die Farbe um. So. 1. Der Polarexpress. Das Deutsche folgt, wie man am Beispiel sieht, eigenen Wortbildungsregeln, die in der Art und Weise recht einzigartig sind, wenn man andere Sprachen im Vergleich dazu betrachtet. Das Mittel der Komposition erlaubt es nämlich, beinahe unendliche Wortungetüme zu bauen, wie das von Busch und Stenschke in der Einführung verwendete Schriftartabgleichungsausnahmedatei. Im Englischen ist es nicht möglich, wie man am Titel des Polarexpress im Beispiel sieht. Das Englische setzt wesentlich stärker auf präpositionale Bildungen wie auch das Französische. Im Film selbst spielt der Hauptdarsteller Tom Hanks gefühlt 28 Rollen. Und in diesem Animationsfilm wird schmerzhaft deutlich, dass Animationstechnik furchtbar schnell altert. Der Film erzählt weitestgehend ohne Überraschungen den Vorweihnachtsabend recht schwungvoll und fantastisch, angereichert mit einer Menge Pathos und einer Erzählerstimme aus dem Off, wie in den typischen Spielberg-Produktionen, zum Beispiel der Soldat James Ryan. Entschuldigung, trotz aller Kritik ist es ein Film, an dem man durchaus hängen bleiben kann, auch wenn das ein oder andere Element ein wenig aufgesetzt wirkt. Und wenn Tom Hanks schon den Schluss meiner Liste bilden wird, warum nicht auch den Beginn? Aus ganz anderem Holz geschnitzt ist der Darsteller im zweiten Film der Liste, The Nightmare Before Christmas. Dieser Titel steht exemplarisch dafür, dass in Wortbildungsprozessen indigenes Wortmaterial Verwendung findet. Wenn es um die deutsche Wortbildung geht, ist das also ein echter Außenseiter. Nicht indigenes Wortmaterial wird zur Wortschatzerweiterung entlehnt. Eine weitere Möglichkeit der Wortschatzerweiterung ist die Bildung von Neologismen. Das sind okkasionelle Bildungen, die Sie verstetigen können oder auch nicht. Eine wirklich schöne Alliteration und Neuschöpfung ging vor wenigen Tagen von der FAZ gestreut durchs Netz. Die Bionade-Bourgeoisie. Übersetze man jedoch den Titel The Nightmare Before Christmas ins Deutsche, dann könnte man als eine Alternative die komplexe Komposition bilden, der Vorweihnachtsalbtraum. Neben anderen Elementen, die man hier besprechen könnte, möchte ich die Kompositionsfuge hervorheben, die ein Wortbildungsmittel zur Aussprachererleichterung ist.
Ihr morphologischer Status muss von Fall zu Fall neu diskutiert werden. Keinesfalls ist es so, dass wie bei Vorweihnachtsalbtraum die Kompositionsfuge mit dem Genitiv S gleichgesetzt werden darf, wie es häufig passiert. Die Kompositionsfuge tritt in zu vielen Formen auf. Eine davon werden wir gleich noch sehen. Und das S ist nur eine unter vielen. Die Kompositionsfuge wird auch als Interfix bezeichnet, also als ein Affixtyp. Eine andere Form, die an der Übersetzung verwendet findet, ist der Präfix, der als Wortbildungsmittel dem Basismorphem, das hier bereits ein Kompositum ist, vorangestellt wird. Für den Einstieg in die Liste ist dieses Beispiel, wenn auch über Umwege, bestens geeignet, da ich auch immer ein wenig an die Überleitung denken muss zum nächsten Punkt. Das etwas andere Weihnachtsmusical stammt aus der Feder von Tim Burton mit einem großartigen Soundtrack von Danny Elfman und zaubert einen wunderschönen Animationsfilm auf die Mattscheibe, der vor allem für ein Erwachsenenpublikum gedacht ist, mit einem Sinn für morbiden Charme und Humor. Tim Burton arbeitet nicht nur in den meisten Filmen mit Danny Elfman zusammen, sondern er ist auch Haus- und Hofregisseur von Johnny Depp, der nicht nur in Sleepy Hollow, Edward mit den Scherenhänden oder Alice im Wunderland Sinn für fantastische Stoffe zeigte, sondern auch in Charlie und die Schokoladenfabrik. Farben und Stimmungen sind bezaubernd, die Hauptdarsteller schräg und die Geschichte beißend an kleinen und großen Sünden entlang erzählt. Nur war der Release im Sommer wohl nicht ganz so glücklich gewählt, sonst würde der Film eher mit Weihnachten assoziiert, denn es ist eigentlich eine echte Weihnachtsgeschichte. Es werden Werte vermittelt und diskutiert und verhandelt, es schneit, es geht um Schokolade und den kleinen Traum von ein wenig Glück in Familie. Wie in Vorweihnachtsalbtraum wird auch in Schokoladenfabrik eine Kompositionsfuge eingesetzt, hier eben in einer anderen Form. Schokoladenfabrik ist darüber hinaus als Determinativkompositum einzustufen. Die Merkmale dieser Determinativkomposita sind, dass sie den Normalfall der Komposition bilden, das Erstglied dem Zweitglied untergeordnet ist, also wir haben hier eine hypotaktische Relation, das Erstglied das Zweitglied näher bestimmt und das Zweitglied die Wortart insgesamt festlegt. Wie Nightmare Before Christmas hinterlässt jedenfalls auch dieser Film das Gefühl, dass Weihnachten in Familie doch nicht das größte Übel auf der Welt sein kann. So vermittelt es auch unverbrüchlich 4, tatsächlich Liebe. Hier dreht sich alles nur um die Dinge, die man laut und leise wünschen darf. Selbst Hugh Grant, Meister des Genres, darf als Premier nur wünschen. Aber was wäre es für ein Film, wenn diese Wünsche nicht in Erfüllung gingen? Der Auftritt von Claudia Schiffer ist vor dem Hintergrund jedenfalls großartig inszeniert. Der Film ist britisch charmant, unterhaltsam und lustig. Mein Favorit des Films ist aber nicht Hugh Grant mit seinen blaugrauen Augen und dem unverwechselbaren und bübischen Darf ich bitte nochmal Blick, sondern Colin Firth, wenn er als Jamie in flammender Rede und radebrechend im Portugiesisch Aurelia einen Heiratsantrag macht. Blaugrau ist ein Kopulativkompositum wie, weil wir gerade über Johnny Depp sprachen, Scherenhand. Dessen Merkmale sind, dass es sehr selten auftritt, das ist ein seltener Ausnahmefall der Komposition. Das Erstglied ist dem Zweitglied nebengeordnet, also wir haben hier eine parataktische Verbindung. Die Semantik zwischen dem Erst- und dem Zweitglied ist additiv und das Erst- und Zweitglied entstammen derselben Wortart. Bei tatsächlich wiederum handelt es sich um eine Derivation, also eine Ableitung. Deren Merkmale sind, dass das lexikalische Morphem, also der Stamm, durch verschiedene Typen realisiert werden kann und dass verschiedene Typen an grammatischen, aber auch lexikalisch gebundenen Morphemen an diesen Stamm herantreten können. Die wichtigsten Formen sind die Präfigierung und die Suffigierung. Tatsächlich ist eine desubstantivische Adjektivbildung, am häufigsten ist die Substantivbildung mittels Heidkeit und Ung, als typischen Wortbildungsmorphem. Ohne Überleitung zu Nummer 5, die Geister, die ich rief. Hauptdarsteller Bill Murray, man kann ihn nur lieben oder hassen, spielt hier in einer waschechten Weihnachtskomödie zum Totlachen, wie das People Magazine auf dem DVD-Cover zum Film zitiert wird. Man darf sich ehrlich fragen, was eine Komödie sonst anderes bitte leisten soll. Aber das sei mal dahingestellt. Zum Totlachen ist jedenfalls eine Konversion.
Eine Konversion ist ein Wortartenwechsel, der nicht durch weiteres Sprachmaterial kenntlich gemacht wird. Und zu unterscheiden sind hier im Wesentlichen die Substantivierung, die hier vorliegt, zum Totlachen, das ist eine deverbative Bildung, die Adjektivierung und die Verbalisierung. Bill Murray ist noch häufiger nur in und täglich grüßt das Murmeltier zu bestaunen. Täglich ist ebenso eine Derivation wie tatsächlich und ist als desubstantiviertes Adjektiv aufzufassen. Tagen wäre das dazugehörige Verb. Das allerdings wäre, wie das schon angesprochene, zum Totlachen eine Konversion als Verbalisierung, um die Klammer noch einmal zu schließen zum Beginn. Andere Filme mit Bill Murray schaffen es leider selten ins Programm, aber das können wir ja ändern. Mein heimlicher Favorit ist nämlich 6, die Tiefseetaucher. Das Einzige, was dieser skurrile Film mit Weihnachten zu tun hat, ist die rote Mütze, die alle Mitglieder des Teams Sisu tragen. Nicht umsonst fühlt man sich an Jacques-Yves Cousteau erinnert, wenn er Sonnen und Wind und Salz gegerbt auf den entlegensten Plätzen dieser Welt durch auf dem Meer dahin segelte oder zumindest fuhr. Bill Murray bildet eben einen solchen Draufgänger ab, der sich auf die Suche nach dem legendären Tigerhai begibt, der seinen Freund Esteban gefressen hat. Draufgänger ist, wie Fußgänger, als Inkorporation eine Zusammenbildung. Deren Merkmale sind, dass man die syntaktischen Funktionen, die der Szene zugrunde liegen, wenn man sie in Satzform äußern würde, rekonstruieren kann. Das Zweiglied, das ist am auffälligsten, ist dabei kein eigenständiges Lexem. Liebe ohne Hoffnung und enttäuschend ehrliche Biografien kann Bill Murray auch. Wer Bedarf daran hat, darf neben Lost in Translation auch Broken Flowers eine Chance geben. Im Gegensatz zu Die Geister, die ich rief, Ghostbusters oder Und täglich grüßt das Murmeltier stechen die letztgenannten Filme deutlich aus dem Mainstream heraus. Und deswegen müssen wir ein wenig zurückrudern, um die nächsten Filme angemessen würdigen zu können, denn diese sind, wie Die Geister, die ich rief, Kinder ihrer Zeit. 7. Schöne Bescherung oder mit dem Alternativtitel Hilfe, es weihnachtet sehr. Chevy Chase gräbt als Clark Griswold, autarkes Familienoberhaupt der Familie, zu der es eine ganze Filmreihe gibt, einen zu großen Weihnachtsbaum aus und prüft mit einer überbordenden Außenbeleuchtung die Belastbarkeit der heimischen Elektroinstallation und die Versorgungsleistung des Atomkraftwerks. Nicht nur, dass jedes Klischee über das amerikanische Weihnachtsfest im Minutentakt an- und weggelocht werden darf, ist Weihnachten im Alternativtitel eines der seltenen Beispiele für eine Verbalisierung, eine Konversion. Hier im Beispiel ein desubstantivisches Verb. Chevy Chase spielte nicht nur in der Griswold-Reihe mit, sondern auch neben anderen Granden der amerikanischen Komödie, zum Beispiel in 8, die drei Amigos. Neben Steve Martin und Martin Short verkörpert er im Film einen Filmschauspieler, der wegen des Hilferufs einer liebreizenden Mexikanerin einen kurzen Reality-Check seiner Fähigkeiten als Held im wilden Südwesten unter Beweis stellen darf. Einer der Höhepunkte dieses Klamauks ist die Begegnung mit dem singenden Busch. Jedenfalls verkörpern alle drei wohl Figuren, die man ad hoc als zum Filmgeher bezeichnen könnte, ein typisches Beispiel für Zusammenrückungen. Deren Merkmale sind, dass die ursprüngliche syntaktische Funktion rekonstruierbar ist. Es handelt sich um Nominalisierungen. Man kann praktisch beliebig viele Einheiten kombinieren, zum Beispiel langsam zum Filmgeher, schnell zum Filmgeher, endlich zum Filmgeher und so weiter. Und sie werden häufig mit Durchkopplungsbindestrich geschrieben. Da drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der Schatz im Silbersee, Sissi oder zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle von Weihnachten wenigstens genauso weit entfernt sind wie die drei Amigos, darf man ihn ruhig empfehlen. Alle schon angesprochenen Genres deckt spielend der Großmeister des Unterhaltungskinos ab. Leben auf Flughäfen, Vereinsamen auf Inseln, Erobern der Normandie, all dies gehört zu seinem Repertoire. Auch schreibt er die ein oder andere E-Mail für dich. Tom Hanks
hier neben Meg Ryan ist so etwas wie der Jugend der frühen 90er, wenn man sich in dieser Sparte des Films bewegt. Liebenswürdig, einander zugewandt, immer mit einem Bein schon in dem Kahn, der zu sinken droht, finden alle zueinander, bis auf die nicht liebenswertenden Menschen, also die verkörperten Rollen, die kommentarlos im Off verschwinden wie die Mitglieder des Sicherheitsteams in den roten Uniformen in Star Trek. Die Inszenierung der Hauptrollen deckt dabei jedes sexistische Klischee ab. Sie als Mauerblümchen und Bücherwurm im handsortierten Buchladen beim Tee. Er als Investmenthai mit Boot und Hund. Ich würde mir eine Neuverfilmung mit getauschten Rollen wünschen. Bücherwurm, Mauerblümchen, Investmenthai sind Beispiele für die recht seltenen Possessivkomposita, deren Merkmal es ist, sehr speziell und selten ein Spezialfall der Komposition zu sein. Das Erstglied ist dem Zweitglied dabei untergeordnet. Es handelt sich also um eine hypotaktische Relation. Das Erstglied und das Zweitglied bezeichnen zusammen die außersprachliche Realität nach einem spezifischen Merkmal. Und es gibt hier also weder eine additive noch eine modifizierende Semantik. Man muss lernen, was mit einem Bücherwurm gemeint ist. In einem Punkt sind die beiden Hauptdarsteller, ob Bücherwurm oder Investmenthai, progressiver als der Rest der Umgebung. Sie haben Post. Sie verwenden elektronische Kommunikationsmedien, schreiben E-Mails am PC respektive Mac und sind über den Dienst AOL online. Das alles sind typische Ausdrucksverkürzungen. Es sind keine Neubildungen von Wörtern im eigentlichen Sinn, die Semantik bleibt unverändert. Und es wird lediglich die Ausdrucksseite gekürzt. Interessant ist bei E-Mail, dass hier sowohl eine Ausdrucksverkürzung wie eine Zusammenrückung vorliegt. Das Weihnachtsfest ereignet sich gewissermaßen in E-Mail für dich eher beiläufig, wie in den meisten anderen Filmen auch. Dass ich ausgerechnet auf diese hier zugegriffen habe, liegt teils an meinen persönlichen Vorlieben oder auch an dem jeweils interessanten Titel für das Thema Morphologie. Aber ist Weihnachten, ausgerechnet am letzten Beispiel, nicht auch Zeit für ein gutes Buch? Wenn Ihnen das 10-bändige Lied von Eis und Feuer doch zu viel sein sollte, wie wäre es dann mit der Satanarcheolygenialalkoholische Wunschpunsch nochmal? Der Satanarcheolygenialalkoholische Wunschpunsch. Beim dritten Mal ist es mir gelungen, die Wortkreuzung auszusprechen. Das Buch von Michael Ende für Kinder ab ungefähr 10 Jahren eignet sich prima zum Vorlesen, auch in Familie oder zum Schenken. Über die Handlung sei nichts verraten, dafür aber über das Wortbildungsmittel, das Michael Ende hier überspitzt einsetzt und damit einen durchaus komischen Effekt erzielt. Zum Beispiel, indem man sich dreimal verliest, so wie ich. Insgesamt 7 Wörter bzw. Wortsegmente werden hier zu einem Kunstwort zusammengegossen. Bei der Angabe des Wortes habe ich mich hier für die zugehörigen Adjektive entschieden, also satanisch, anarchisch, archäologisch, lügen, genial, alkoholisch, höllisch. Einzig von Lügen müssen Sie die verbale Basis nehmen. Es handelt sich dabei um eine Wortkreuzung, wie gesagt, die man auch als Portmanteau-Wort, als Kofferwort bezeichnet, in der wenigstens 2 Wortsegmente zusammengegossen werden, verschmolzen werden, um einen inhaltlich neuen Begriff zu bilden. Der zugrunde liegende Wortbildungsprozess wird in der Regel als Kontamination bezeichnet oder auch als Amalgamierung. Und dabei möchte ich es nach dieser kurzen Liste und thematisch sortierten Liste für heute auch belassen. Ich zeige Ihnen jetzt im Anschluss noch unkommentiert 3 Slides, die Ihnen noch einmal in der Zusammenfassung die Hauptprozesse der Wortbildung vorführen, die unterschiedlichen Affixtypen, von denen wir heute zumindest über den Interfix an 2 Beispielen gehört haben, und einen Ausblick gewähren auf 2 unterschiedliche Modelle zur Wortartenklassifikation, die uns aber auch noch einmal begegnen werden im Bereich der Syntax. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Vorbereitung, einen guten Start in die Woche und freue mich auf Donnerstag. Bis dahin, tschüss.